wechsle mein T-Shirt jetzt nicht. Deswegen wundert euch nicht. Selbes T-Shirt, andere Folge. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu Tag 3 von Love Island. Wer die ersten Folgen nicht gesehen hat, schaut sie sich am besten an, weil sonst weiß man überhaupt nicht, um was es geht. Mehr gibt's auch nicht zu sagen. 3, 2, 1, los! Die Folge wird ein bisschen kürzer, deswegen habe ich jetzt von der letzten Folge ein bisschen was mit hier reingenommen. Ricarda und Mischa sitzen auf der Bank und turteln ein wenig rum. Ja, wie gesagt, ja. Ich denke, das haben wir uns auch verdient. Wir sind seit Tag 1. Ist ja auch immerhin schon Tag 2. Würde ich aber aufpassen, dass sie sich den ersten Platz nicht streitig machen durch Yasin und Samira. Die haben immerhin schon an Tag 1 rumgemacht. Andere Argumente findet Mischa dann auch nicht. Wir haben seit Tag 1 Augen füreinander und wir hatten seit Tag 1 zusammen. Ja, das finde ich auch. Ja, das finde ich auch, aber sag das doch einfach nochmal. Vielleicht beeinflusst es ja auch die Zuschauer und sie denken, oh mein Gott, wir sind Couple seit Tag 1, voll lange und so, ich schwöre. Dann wird ins Bettchen gegangen und am nächsten Tag wird Frühsport betrieben, weil das ist die Hausordnung von Love Island. Deswegen nutzen Yasin und Danilo auch die Situation, um die Bodies aller anderen Islander zu beurteilen. Dafür sind wir nämlich da, für die optischen Werte. Erik ist so, wie er ist, das ist gut. Ja. Das ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Schön. Und was lernen wir draus? Aber im Endeffekt zählen schon andere Werte. Eben. Dass es aber doch nicht nur um die optischen Werte geht, zeigt das Beispiel Denise. Bei ihr gibt es einfach das Altersproblem. Für sie sind alle zu jung und für die anderen ist sie zu alt. Ich bin 32 Jahre, wenn ich die anderen sehe. Teilweise kriege ich Milcheinschuss. Ich mag Denise. Ich habe keinen Bock, immer diejenige zu sein, für gute Stimmung zu sorgen. Nein. Und am Ende bin ich doch die Gearschte in allem. So habe ich mich in der Realschule gefühlt. Das Ding ist halt, dass sie so wirklich der Kumpeltyp ist, für den sich Ricarda ausgibt. Das heißt, sie ist halt wirklich einfach so lässig und nicht so eine Tusse, so wie der Rest. Und darauf stehen halt offensichtlich die Typen in der Fraktion nicht. Erik hat auch ein Problem, er findet einfach niemanden, der zu ihm passt. Yasin und Danilo schlagen ihm dann einfach Lisa vor. Da passt du hast überhaupt nicht. Ich kann mit ihr so übers Wetter reden und hier... Ja, aber red nicht übers Wetter. Red nicht übers Wetter. Ja, aber ich kann nicht mit dir übers Wetter reden. Ja, Bro, dann red nicht übers Wetter. Boah, stimmt, danke. Wow. Also man merkt, wenn man Rat sucht, dann sollte man sich eindeutig zu Yasin begeben. Der hat immer die weisesten Sprüche. Irgendwie scheint so kein Islander glücklich zu sein. Danilo hat auch Probleme damit, dass er mit Arsena zusammen ist. Ich will der Ganze eine Chance geben noch, aber auf der anderen Seite... Du willst auf zwei Hochzeiten tanzen. Ja. Weil du dir noch nicht sicher bist, das kannst du nicht machen. Naja, würde ich jetzt nicht direkt sagen. Also, wir können ja schließlich auch drei Beziehungen gleichzeitig führen. Aber auch sympathisch, dass er das so offen zugibt, dass er Arsena schöne Augen macht, aber trotzdem irgendwie noch mit dem anderen Auge irgendwo anders hinschielt. Gut, eins muss man ihm lassen. Er geht dann auch tatsächlich zu Arsena und sagt ihr das so. Und ich will einfach sehen, wie sich das dann auch entwickelt, auch mit dir. Und dann schauen, was passiert, einfach. Das hat man doch einfach gerne. So jemanden, der dir sagt so, hey, ich bin zwar jetzt mit dir zusammen, so hundertprozentig überzeugt bin ich vielleicht erst in ein paar Monaten, wenn ich geguckt habe, ob ich eventuell noch Gefühle für jemand anderen empfinden könnte. So lange halte ich mir das offen. Also du bist nicht sauer, wenn ich mit jemand anderen in die Kiste steige, oder? Gut. Dass das Arsena nicht einfach so hinnimmt, ist dann auch irgendwie verständlich. Wenn man, keine Ahnung, Larifari ist. Weißt du, was ich meine? Ja, ich will dir einfach sagen, ich will das ganz locker angehen, ja, mit dir. Halt mir fest, sie findet das irgendwie nicht so cool, dass er so Larifari ist und im Grunde sich Arsena eigentlich nur warm hält, bis jemand Besseres in die Villa kommt. Spoiler-Alarm, Arsena bleibt trotzdem noch ein paar Tage lang mit Danilo und fällt ihm um den Hals. Aber immerhin hat sie gesagt, dass sie das nicht so okay findet. Es gibt ja auch eine andere Motivation bei Love Island. Da muss das nicht die wahre Liebe sein. Der kann ruhig auch mit einer anderen in der Beziehung sein. Hauptsache, ich gewinne 50.000 Euro am Ende. Dass es um 50.000 Euro geht, haben Mischa und Ricarda mittlerweile auch schon gemerkt. Die gehen nämlich schon an Tag 3 miteinander zusammen ins Bett und machen so ein bisschen... Aber halt nur oberflächlich, deswegen ist sie noch nicht geschält, die Banane. Heißt, kommen wir zum nächsten Spruch, warum ich Denise mittlerweile richtig toll finde. Die rühren den Kleister an.
Wir zeigen diese Bilder ausschließlich aus dokumentarischen Gründen, damit die Nachwelt später mal Bescheid weiß. Es hat sich gut angefühlt, mal jemanden dann zu haben, ne, wo man halt auch mal eine Schulter hat, wo man sich anlehnen kann. Ja, voll süß, dass sie so eine Schulter hat, in die sie sich anlehnen kann. Schön auch. Falls jetzt irgendwer von euch meinen Humor nicht teilt und sich aber denkt so, Alter, Annika, was findest denn du an der Denise? Die ist doch überhaupt nicht lustig. Naja, irgendwie muss ich mir heraussuchen bei Love Island. Das normale Humorniveau liegt nämlich ungefähr da. Ah, mich hat was gestochen. Oh. An der Muschi. Die wurde an der Muschi gestochen. Zum Totlachen. Die Stimmung ist aber so schnell wieder unten, wie sie oben war. Yasin ist nämlich jetzt beleidigt, dass Samira von jemand anderen gestochen wurde. Nein, natürlich nicht. Aber es könnte dazu kommen, denn es wurde eine SMS verschickt von einer männlichen Granate und derjenige möchte Samira und Arsena auf ein Date ausführen. Das findet Yasin nicht so toll. Das ist halt einfach scheiße alles, weißt du? Müssen die jetzt verabschieden? Ich verabschiede gar nichts. Chill doch mal. Nein, sollen sie doch gehen? Zur Erklärung, wenn eine SMS reinkommt, Samira und Arsena gehen jetzt auf ein Date, dann kann Samira nicht einfach sagen, so, nein, ich gehe nicht auf ein Date, ich mach da nicht mit. So ist halt das Konzept von Love Island. Du kannst da nicht einfach sagen, so, nee, ich gehe da jetzt nicht hin, ich möchte den nicht kennenlernen. Das versteht Yasin aber nicht so ganz. Deswegen ist er wahrscheinlich auch Sportlehrer geworden und nicht. In welches Fach fällt das denn? Intelligenz. Naja, auf jeden Fall gibt's Stress. Wenn sie gehen wollen, dann sollen sie gehen. Sie müssen. Aber Annika, spanne uns nicht so lange auf die Folter. Wer ist denn jetzt die neue männliche Granate? Hi, ich bin Armin, bin 28, komme aus Köln, habe mitten in Köln ein Zahnbleaching-Studio und arbeite nebenbei als Fitnessmodel. Granate, weiß keiner, könnte auch ein Pfeil abgefeuert von einem schlaffen Bogen sein. Ich bin kein Jäger, sondern Krieger. Jetzt muss ich Yasin aber wirklich in Acht nehmen, weil klar, Yasin ist der Jäger und Armin der Krieger. Jäger, Krieger. Armin steht also vor der Tür und möchte die beiden Mädels abholen. Yasin blickt um die Ecke und muss seine Angst erstmal auf jemand anderen übertragen. Bruder, der ist breiter wie du. Ich schwör dir. Der ist breiter wie du, Bruder. Erstens, als du, wahrscheinlich ist Yasin deswegen kein Deutschlehrer geworden. Zweitens, was ist das für eine Definition? So, Junge, der ist breiter wie du. Der kriegt mehr Frauen wie du. Logische Schlussfolgerung. Ja, da kriegt man auf jeden Fall schon mal Angst, weil die aufgepumpten Muskeln sind natürlich auch viel stärker als normal trainierte Muskeln. Das ist ganz normales Kräftemessen und wenn jemand breiter ist, hat er auch mehr Kraft. Somit kann man auch Mischas Gedankengang leicht nachvollziehen. Wenn der neue Islander breiter wäre als ich, hätte ich schon so ein kleines Ego-Problem. Ja, man muss sich nämlich über seine Breite definieren im Raum. Also wenn jemand im Raum ist, der breiter ist als du, dann hast du ein Problem, weil der ist eindeutig auch stärker als du. Als wären wir noch in der Steinzeit und das stärkste Männchen ist das Oberhaupt. Armin ist eindeutig nichts für die männlichen Herzen. Dafür freut sich immerhin eine in der Villa. Ihr könnt den alle scheiße finden, hör mal, Happy Birthday! Alles Gute zum Geburtstag, Denise! Yasin hat weiterhin ein Problem mit Armin und dass er seine Frau ausgewählt hat. Mann, schieb dir nicht so viel mehr gleich. Nein, ich schieb doch keinen Film, aber mich kotzt es einfach an, dass sie das einfach, der kommt, der hat sich nicht mal hier drinnen vorgestellt, kommt nicht mal rein. Der durfte wahrscheinlich auch nicht mal reingehen, weil er ja erst noch ein Date haben muss mit den anderen Mädchen. Der kommt nicht mal rein. Ist mir scheißegal, ob das zum Konzept gehört oder nicht. Der kommt nicht rein und sagt zu mir Hallo. Soll er machen, was er will, aber er soll erstmal zu mir Hallo sagen. Ich bin nämlich das Oberhaupt. Was bist du, Yasin? Danilo versucht ein bisschen auf Yasin einzureden, dass er sich ja keine Sorgen machen muss, weil Samira einfach ausgewählt wurde. Danilo hat es wenigstens verstanden. Im Herzen seid ihr zusammen und das weißt du. Im Herzen sind wir zusammen, aber sind wir wirklich zusammen, Bro? Bro, wir sind verheiratet, auch auf Papier, aber sind wir wirklich verheiratet? Bro, das ist eine Bananenschale, aber ist das wirklich eine Bananenschale? Bro, das ist Schwerkraft, aber ist das wirklich Schwerkraft? Samira kommt dann auch vom Date wieder, setzt sich neben Yasin und fragt ihn, ob alles in Ordnung ist. Ja, wieso auch nicht? Wie kommst du da drauf? So gut? Du Penner, Alter. Ja klar, wieso? Jetzt ohne sexistisch zu sein, aber wenn wir von den Klischees ausgehen, verhält sich Yasin? Yasmin gerade eben wie eine pubertäre 14-Jährige,
die eifersüchtig ist. Aber Bro, da merke ich schon, dass du so ein bisschen eine eifersüchtige Person bist. Aber also merke ich schon, dass du sehr eifersüchtig bist. Also er darf den Titel vergeben, aber er selbst, er ist doch nicht eifersüchtig, ist doch alles in Ordnung. Die darf nur nicht mit anderen Männern reden, weil die ist mit mir zusammen. Und ich bin hier oben. Du als Frau bist hier unten. Dabei ist es so einfach. Du als Frau musst ihm einfach nur hinterherhecheln. Micha hat's auch schon verstanden. Das gibt's nicht mehr bei mir. Das war's. Ich kann nicht jedes Mal die ganze Zeit, hey Babe, was geht, was geht, sie was muss, geht. Sie muss nur Hand nehmen und hinterherlaufen. Und das macht sie nicht. Sie muss einfach nur Hand nehmen und hinterherlaufen. Mund zu, nicht eifersüchtig sein, nicht mit anderen Menschen reden. Ich darf das, aber sie nicht. Sie muss einfach nur hinterherlaufen. Entschuldigung, Bro, ich muss mich erstmal finden. Meine Gedanken sind gerade so... Mehr ertrage ich heute leider nicht. Ich hoffe, ihr habt es auch gerade so irgendwie vielleicht durchgestanden. Wenn ja, dann könnt ihr diesem Video noch einen Daumen nach oben geben, wenn es euch gefallen hat. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Hier könnt ihr noch ein anderes Video von mir angucken. Und wenn ihr abonniert, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Love Island. Okay. Tschüss. Immer schön Kopf frei halten, gell?